typischen Zeiten die unbebauten wilden Gegenden, wie er sagt, erst kosmisiert werden müssen, damit man sie bewohnen kann. Die mythischen Menschen waren offenbar davon überzeugt, dass die Ordnung aus dem Kosmos kommt. Kosmos heißt ja Ordnung auf Griechisch. Die Ordnung kommt aus dem Kosmos und auf der Erde, das ist also bis ins tiefe Mittelalter hinein, herrscht eben dieser Status Korruption. Das geht alles durcheinander. Wenn wir etwas ordnen wollen, wenn wir Sicherheit haben wollen, dann müssen wir sie aus dem Kosmos bekommen. Das heißt, wir müssen kosmische Vorstellungen benutzen, um die Gegend, in der wir leben, oder wenn wir Gemeinschaftsformen machen, zu kosmisieren. Damals war die Zahl 12 die heilige kosmische Zahl, weil man offenbar glaubte, dass das Jahr sich in 12 Monde aufteilt. Ja, das sind eigentlich eher 13, witzigerweise. Aber die 12 hat wohl auch irgendwie eine besondere Anziehungskraft gehabt. Wir können das nicht mehr erklären. Die 12 war die heilige Zahl, die kosmische Zahl. Deswegen war klar, in den menschlichen Gemeinschaften mussten es 12 Senatoren sein. Oder ein Inselstaat musste aus 12 Republiken bestehen. Nein, Republiken, Quatsch. Also, Inselstaaten bestehen. Ja? Diese 12 hat auch das menschliche Miteinander bestimmt. Oder wenn die Überschwemmung des Nils in Ägypten alle Grenzen überspült hatte, dann musste der nicht etwa neu vermessen werden, da hatte man noch gar keine Vorstellung, was das ist, sondern es mussten Sternprojektionen wieder auf das Land, also mussten Sternlinien projiziert werden aus dem Kosmos und damit kosmisiert werden und wieder bebaubar, abgrenzbar gemacht werden. Die Hauptlinie ging lief zum Sirius. Ja. Das war der Hauptstern oder aus. Ja, ja. Das heißt, das Kosmisieren war ein mythisches Programm, um aus dem Kosmos Ordnung auf die Welt, also auf die Erde, auf den menschlichen Bereich zu bringen. Ein durchgängiges Prinzip, was eine Mirta Iliade sehr schön beschreibt an vielen, vielen Stellen. Dieses Prinzip erhält sich. Es ist ganz klar, dass auch im Christentum die Ordnung aus dem Himmel kommt, dass Gott Vater im Himmel wohnt. Das ist ganz klar. Das ist da oben. Das geht nicht anders. Es ist genau das gleiche Kosmisierungsprinzip, was sich da durchsetzt. Das ganze Mittelalter ist selbstverständlich davon erfüllt. Natürlich auch Giordano Bruno. Die Ordnung kommt aus dem Kosmos. Es muss das Kosmische, das müssen kosmische Gesetze sein, die die Naturgesetze sind. Ja, und nun haben sie es auch noch bei Einstein. Das ist, die Naturgesetze müssen kosmische Gesetze sein. Sie müssen den Kosmos als Ganzes charakterisieren, sonst sind es keine Naturgesetze. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass ich, als ich diese Dinge alle feststellte, sagen musste, das müssen wir jetzt kritisieren. Wir als Menschen sind Naturwesen. Und es ist sicherlich so, dass wir Gesetzmäßigkeiten in uns, für die Mediziner von eine spannende Frage, wirksam sind, die aber keine kosmischen Gesetzmäßigkeiten sind. Könnte man versuchen zu glauben, aber ich denke, es ist hoffnungslos. Ja, es laufen Rhythmen ab, aber... Ja, aber das sind nur ungefähre, das sind die berühmten zirkadianen Rhythmen. Genau. Die sind eben, es sind Rhythmen, die der Körper selber macht. Zwar in einer gewissen Orientierung an die kosmischen Zeitverhältnisse, aber selbstständig organisiert. Und das lässt sich heutzutage unglaublich genau zeigen. Selbst also an Dickblattgewächsen, ich kenne die Kollegen aus Darmstadt ganz gut, die sowas machen, die machen das mit einer Schar, ich glaube 18 verschiedene Nichtlinearte von Zahlgleichungen, die das beschreiben, und dann kommt tatsächlich die zirkadiane Rhythmik raus. Also die Psychiatrie interessiert das auch. Das ist so unglaublich. Eine Glase circa. Ja, ja, ja. Also es ist sicherlich so, jeder Organismus baut seine eigene Gesetzmäßigkeit auf. Nicht? Wenn ich jetzt hier daran denke, einen Schluck zu nehmen, dann, das weißt du als Mediziner ja ganz genau, dann
ist die innere Sekretion in mir sofort in Gang, damit ich das einigermaßen ordentlich verdauen kann. Bei jedem auf verschiedene Weise auch. Es ist ja unglaublich, was sich da alles tut an inneren Gesetzmäßigkeiten. Und weil das leider in der Medizin sich bisher nicht durchgesetzt hat, diese Einsicht, deswegen sind wir beim Arzt eben nur statistische Fälle. Ja, ist so. Ausnahme Homöopathie. Ausnahme vielleicht da. Aber das ist immer noch das Kosmisierungsprogramm. Es sind nur die physikalischen Gesetze. Und wenn man heutzutage als Mediziner einen Forschungsantrag bei der DFG stellt, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und versucht nicht, die physikalistische Reduktionismus gemäß bestimmte medizinische Vorfälle auf chemische und physikalische Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen, dann kriegt man den Forschungsantrag nicht. Soweit ich die Lage sehe, so ist das immer noch. Ja? Ja. Bitte. War Ihnen das eigentlich schon klar, als Sie Ihr Physikstudium abschlossen? Sie sind doch promovierter Physiker, ne? Ja. Da war Ihnen das schon klar? Nein. Das war mir das überhaupt nicht klar. Überhaupt nicht. Diese Dinge wurden mir klar durch meine Habilitationsschrift über die Zeit. Über die Zeit. Ja. Das Buch, was dann erschienen ist, 1989, vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren. Das heißt einfach Zeit. Mit dem langen Untertitel. Die Begründung des Zeitbegriffs, seine notwendige Spaltung und der ganzheitliche Charakter seiner Teile. Entschuldigung. Wenn man sich Zeit merkt, das reicht. Zeit. Wolfgang, es geht auf 9 und vielleicht, dass du einen Abschluss findest deiner Gedanken, sodass wir uns auch untereinander noch ein wenig austauschen können. Ja, also hätte natürlich auch immer zu Fragen gestellt werden können. Selbstverständlich sind ein paar auch schon gestellt worden. Und wir können natürlich auch noch untereinander, aber auch überhaupt Fragen stellen. Die Zusammenfassung habe ich ja natürlich schon gebracht. Ist ja letztlich die Entstehung der Orientierungskrise ist gegeben dadurch, dass etwas Mythisches zerstört wird. Am Anfang oder an den Stellen, wo die mythogenen Ideen zerstört werden. Und weil das heutzutage durch die Schulung des begrifflich-wissenschaftlichen Denkens ganz große Ausmaße annimmt, hat auch die Orientierungskrise einen kaum zu übersehenbaren Ausweitung erfahren. Und sie liegt sehr tief und möglicherweise haben wir die Auswirkungen noch längst nicht alle zu fassen. Sie liegt sehr tief in den Menschen verborgen und nur durch einen großen Akt des selbstständigen, verantwortlichen Denkens mit sich und mit der Gemeinschaft. Wir leben nicht allein, sondern wir kriegen unsere Vorstellungen durch unsere Erziehung, durch unsere ganze Geschichte, dasjenige, was sich in uns bildet, an neuen mythogenen Ideen, haben wir nicht selber gemacht. Natürlich nicht, es hat sich gebildet durch unsere ganze Sozialisation. Ich sagte ja bereits, wir haben keinen Zugriff direkt auf das Zusammenhangsstiftende, was in uns wirksam ist. Ich habe keine Hemmung, es als etwas Göttliches zu bezeichnen. Wir haben keinen Zugriff darauf. Nicht? Und es geschieht aber zweifellos in uns, wir können es erleben, wir können es herausfinden, aber ich denke nur in Gemeinschaft, in Selbstverantwortung vor sich selbst, aber in einer Gemeinschaft von Menschen, die auf dem gleichen Wege sich befinden. Und insofern sehe ich die Möglichkeit, die Orientierungskrise zu bewältigen, ganz deutlich. Dass es auch immer mehr Gemeinschaftsformen sich allmählich entwickeln von gegenseitiger Abhängigkeit. Die hierarchischen Strukturen, die wir aus der Vergangenheit kennen, denke ich, nehmen im Bewusstsein der Menschen immer mehr ab. Und Menschen versuchen immer mehr gegenseitige Abhängigkeiten aufzubauen, ganzheitliche Strukturen, durch die wir dann schließlich sogar auch von der Natur lernen können. Und ich bin durchaus optimistisch, dass sich schon eine Menge an Entwicklungen vollzogen haben. Dennoch bin ich der Meinung, wir brauchen sehr viel mehr.